Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Borcher See unterwegs. Wir sind bereits in Folge 93 und ich habe mir gedacht, wir haben lange nicht mehr nachgeguckt, wie viele Leute wir dementsprechend noch in Bushaltestellen stehen haben. Sollten das aber vielleicht mal tun. Entschuldigung, die Frösche sind auch wieder da, natürlich, klar. Die wollten euch auch begrüßen. Sollten das eben kurz tun, weil wir wollen ja nicht, dass sie überlaufen. Und theoretisch gesehen, dass wir die Produktion ja alle laufen hatten, dürfen auch überall Arbeiter fehlen. So simpel ist es ja auch. Und deswegen fahren wir dann mal flink hin. Und gucken mal, was die Arbeiter so machen. Wenn ich jetzt auf jeder Seite oder von jeder der Bushaltestellen 4000 rausnehmen würde, dann hätten wir wieder 4 Stunden unsere Ruhe sozusagen. Hauptsache, wir kriegen den ganzen Spaß ans Laufen. So. Da sind wir schon wieder. Okay. Na, bin ich wohl am Spiegel hängen geblieben, so wie es aussieht. Machen wir schon mal ein Tempomat an, damit will ich geblitzt werden. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem hinteren an. Dem hinteren Busstellenhaltehäuschen oder so ähnlich. Södele. Los geht's. Na, ich werde jetzt mal das leer machen, um zu sehen, wie viel drinne sind. 6000 sind es knapp, okay. So viel dürfen denn noch ungefähr in dem anderen drin sein. Ich werde jetzt hier einmal ganz kurz aussteigen, weil Verkehr ist hier eh nicht. Wir schauen mal auf unser tolles Tablet. Gucken wir mal ganz kurz bei den Sägewerken. Da sind nicht mehr so viel drin, ne? Flüssiggas ist noch drin, Holzstämme haben die Jungs durch, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder eine Runde Holz machen. Und Leute müssen da auch hin. So. So, ich mache erstmal hier voll, dann dürften hier jetzt noch ungefähr 4000 drinnen bleiben. Es sieht immer aus, als wenn das Auto hinter uns ranspringen würde oder so. Ah, da kommt es wieder und drängelt und drängelt. Dann fahren wir mal einfach weg. Dann drängelt auch nicht mehr, ne? So simpel ist das. Ah, ich sehe gerade keinen kommen. Dann nehme ich mal unsere Schnellabbiegemethode. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal jedes Sägewerk 4000 rein, also Hälfte, Hälfte. Dann gucken wir gleich nochmal kurz im Fabrikskript nach, wie es bei den Pellets-Geschichten aussieht. Dann überhole ich die für den letzten Meter doch noch, wenn du plötzlich einschläfst auf der Straße. So geht es ja auch nicht. Heißt immer so schön, man ist ja auf der Arbeit, nicht auf der Flucht, aber sich rückwärts bewegen will man auch nicht, ne? Warum stehe ich eigentlich hier und will mich wiegen lassen mit Leuten drinne? Wow. Okay. Oh, Gestrüpp. Eine Kurve.
So, dann machen wir sehen, dass wir hier noch 4000 überbehalten gleich. Fast gut, oder? Finde ich. Irgendwie muss man hier mal so ein komisches bisschen schräg fahren, damit er eigentlich die Sachen auch rausnehmen lässt. Ein ziemlich kurioses, muss ich sagen. Aber jetzt sind hier wenigstens erstmal wieder so jeweils ungefähr 10.000 drin. Ja, passt. Wir gehen wieder mal aufs Fabrikskript zurück. Weiter. Edit. Teilansicht, die dürften eigentlich immer ungefähr gleich viel drin haben. Die haben auch noch eine ganze Ecke mehr Arbeitskräfte, wie ihr seht, aber keine Hackschnitzel mehr. Okay. Keine Hackschnitzel mehr. Okay. So, hier steigen wir wieder ein. Natürlich dann einmal wieder zurück. Ja, wir haben jetzt in der 1 noch ungefähr 4000 drinne. Wenn wir die beiden wieder gleichzeitig fertig werden, theoretisch gesehen, also Mitternacht werden sie jetzt wieder voll. Drücken wir mal so aus, wie es ist. Sie brauchen für 1000 Stück, also für 1000 Arbeitseinheiten brauchen sie eine Stunde. Heißt also, in 8 Stunden ist die Bushaltestelle voll, weil 8000 Kapazität hat sie. Heißt, dann wissen wir, dass so kurz vor Mitternacht leer gemacht werden muss. Und dann können wir sie ins Lager packen. Das geht ja auch, da haben wir auch kein Problem mit. Funktioniert ja alles. Aber dafür werden wir einfach vorher jetzt einfach mal nur die leer machen. Und jetzt stelle ich ihn mal kurz zur Seite. So, schonen wir uns wieder freundlich dabei an der Geschwindigkeit zu halten. Vorbildlicher Einwohner. So, tanken wir die noch eben ab. Und parken wir beim Kollegen mit dem Wohnwagen. So, gut, ja, dann gucken wir mal. Wir sind am Grasmähen auf jeden Fall. Und wir sind auch auf jeden Fall am Ansehen. Den Jungs müssen wir natürlich dann gleich die Chance geben, auch hier weiterzumachen. Da wird die Ecke hier wahrscheinlich noch zu Ende hinkriegen. Ich weiß nicht, ob er das da hinten auch hingekriegt hat oder nicht. Das müssen wir erst mal genau gucken. Den werden wir ihn auf der anderen Seite ansetzen. Gucken mal durch. So. Sonst noch irgendeiner in Arbeit? Nee, aber wenn wir hier aufs Feld gucken, dann sehen wir, dass das noch nicht so weit ist. Ne? Alles andere ist schon wieder, ne? Entweder noch nicht so weit oder gerade vorbereitet, um es mal so auszudrücken. Damit waren wir angefangen. Ja, hier bei den Wiesen sind wir halt dementsprechend bei. Wenn wir hier mal Gras dazu schalten, das sieht natürlich optisch nicht ganz so gut aus. Sehen wir auch, dass wir die Wiese hier zum Beispiel auch schon einmal gedüngt haben. Und die auch, also die schon zweimal gedüngt ist, die, wo wir gewesen sind, ist auch schon einmal gedüngt. Die hier ernten wir jetzt gerade ab. Wenn wir die jetzt abernten, dann ist die ne, einmal gedüngt durch unsere Reste vom Mähen und dann werden wir hier auch nochmal mit dem Streudünger rübergehen. So, okay, sieht also aus, als wenn wir es erstmal sehen sollten, dass wir das Mähen zu Ende bringen. Das macht Sinn, glaube ich. Sinn macht es, glaube ich, auch vorher einmal direkt beim Sägewerk zu gucken,
wie es denn mit den Paletten aussieht vorne. Lass uns mal ein bisschen schneller laufen. Ja, da guckt noch nichts raus, da ist noch genug Platz sozusagen. So, gut, dann klicken wir mal hier, sagen einsteigen. Wir machen den ganzen Spaß mal an. Gucken uns mal einen Ansatz, den machen wir jetzt mal hier vorne. So. Können wir auch vielleicht beim Drehen hier noch ein paar ganz kleine Kanten mitnehmen. Ich weiß, das ist albern, das sind nur ein paar Liter. Aber so sieht es halt aus. Und jetzt müssen wir also die Wiese zu Ende machen. Und dabei müssen wir unsere Seemaschine im Auge behalten. Und da muss der Streudünger bei beiden einmal rüber auf jeden Fall. So. Okay, hier bleibe ich jetzt auch gleich direkt damit stehen, weil das ist, ne? Genau, er hier. Der hier meint, der muss hier unheimlich viele Reste stehen lassen. Das ist überhaupt nicht mein Ding, jetzt muss ich sagen. Finde ich schon fast unsympathisch, dass der das so machen will. Jetzt frage ich mich gerade, warum. Achso, okay. Ich stand auf das falsche Gerät geschaltet. So. Anmachen, runter und jetzt muss es gehen, oder? Ja, es geht, sehr schön. Ich werde jetzt hier ein- und zweimal den Streifen hochfahren. Runter. Den Spaß hier einmal fertig haben. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt hier einmal rum, guck, ob wir hier noch etwas anderes vergessen haben. Ne, das sieht eigentlich auch gut aus. Sieht ja so aus, als wenn er die Hälfte hier hingekriegt hätte. Aber beim Baum ist noch eine Kleinigkeit zu machen. Auch nicht so ganz gravierend. So, ich werde hier auch einen kleinen Vorgewendestreifen fahren.
So, setz einmal neu an. Mach das Ganze hier auf den Weg zurück. So, aber mit dieser kleinen Korrektur hier am Baum sind wir leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei sein würdet. Ich bedanke mich recht herzlich bei all denen, die mich schon so fleißig unterstützen. Und die es noch nicht getan haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo oder halt ein Share. Vielen Dank dafür, sage ich schon mal. Und dann bis zum nächsten Mal.